Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um ein Thema, und zwar um das Thema Fortbildung. Denn ich war am Wochenende in Stuttgart auf dem, wie sagt man denn, auf der Veranstaltung This is Marketing. Also es ist eine zweitägige Veranstaltung, wo es zum größten Teil um Online-Marketing geht. Und jetzt verstehen ja aber viele unter Online-Marketing, naja, die digitale Welt halt, ja, so dieses E-Mail-Marketing, Webinare und so weiter und so fort. Und viele, gerade aus der Beauty-Branche, denken sich so, naja, ist nichts für mich, was soll ich denn da damit anfangen? Und was ich aber extrem faszinierend fand, dass gerade in der Online-Branche Personen sind, aus sämtlichen Bereichen, die das digitale Marketing für sich entdeckt haben. Ich möchte mal ein Beispiel geben, und zwar war da ein Schreiner, ein junger Schreiner, der quasi, natürlich ist ein Handwerk, der jeden Tag beim Arbeiten war und auf gut Deutsch sich den Arsch abgearbeitet hat. Dann hat er quasi seine ganzen Prozesse, seine Kundenprozesse digitalisiert und hat das Ganze dadurch vereinfacht und hat mittlerweile, arbeitet er zwischen 3 bis 4 Tage nur noch in seiner Firma, hat 6 Angestellte und macht doppelt bis dreifach bis vierfach so viel Geld wie vorher. Und man darf nicht denken, dass E-Mail-Marketing, E-Mail sage ich schon, dass Online-Marketing nichts für einen ist, sondern ganz im Gegenteil. Die Welt wird digital und das braucht man sich nicht wegreden, sondern es ist einfach so. Und man sollte spätestens 2020 wirklich anfangen, sich mit der digitalen Welt auseinanderzusetzen, weil es gibt einfach so unglaublich viele tolle Möglichkeiten, auch für dein Studio, egal ob du ein Friseurstudio hast, ein Kosmetikstudio, ob du Make-up-Artist bist oder Bäcker oder wie auch immer. Es gibt für jede Branche Möglichkeit, verschiedene Prozesse durch die Digitalisierung so zu vereinfachen, dass man A, mehr Geld verdienen kann, seine Preise erhöhen kann und dadurch natürlich auch mehr Zeit hat. Und nimm das Thema wirklich ernst und interessiere dich für die digitale Welt, weil diese 2 Tage haben mir so die Augen wieder geöffnet und ich war selber und ich kenne schon echt viel im Bereich digitales Marketing, aber ich habe immer noch einen Wow-Effekt gehabt und zwar einer nach dem anderen, weil es einfach unfassbar ist, was in der heutigen Zeit alles möglich ist. Es ist phänomenal und darum, in diesem Podcast möchte ich dich wirklich bitten, dich für 2020 wirklich auseinanderzusetzen mit der digitalen Welt. Fang an, dich zu interessieren für die digitale Welt, für Online-Marketing und schau, wie du es bei dir in dein Studio, in deine Selbstständigkeit mit einbeziehen kannst, weil eins kannst du mir glauben, du kannst wirklich mehr verdienen dadurch. Du kannst dir mehr Zeit erarbeiten und vor allem kannst du höhere Preise verlangen. Denn Online-Marketing fängt schon an in eine Personenmarke entwickeln, Branding. Wie kannst du dich pushen über Google-Empfehlungen oder über Newsletter? Oder es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, die wirklich jede, und ich sag wirklich, jede Person, die selbstständig ist, aus egal welcher Branche, für sich verwenden kann. Und das ist richtig geil, weil eins musst du dir gerade in der heutigen Zeit immer im Klaren sein. Wenn du es nicht machst, macht es jemand anderer. Und diese Person, dieser jemand anderer wird an dir vorbeiziehen. Ich gebe dir ein Beispiel noch zum Schluss. Auf der Bühne war ein 21-jähriger Junge. Ich sag extra Junge, weil 21 wirklich noch jung ist. Und dieser 21-jährige Junge war Unternehmer mit 6 Angestellten, der schon 3 Jahre sein Business aufgebaut hat und mehrere tausend Euro verdient. Wenn du die Augen geschlossen hast, hast du gedacht, da vorne auf der Bühne sitzt ein Typ,
der schon seit 40 Jahren in der Branche tätig ist. Aber nein, hast du die Augen aufgemacht, war es ein 21-Jähriger, der sich für Online-Marketing interessiert und der da eine Agentur gegründet hat und somit andere Menschen unterstützt im Bereich Online-Marketing. Mit 21 Jahren. Und das ist nicht der einzigste. In der heutigen Zeit gibt es ganz viele Junge, die langjährig und erfahrene Menschen völlig, wie sagt man so schön, von der Bahn schmeißen, weil Langjährige oftmals die alten Hasen sich nicht auseinandersetzen eben mit der modernen Welt, mit der digitalen Welt und sich dann wundern, wenn junge, unerfahrene Menschen auf einmal viel schneller in kürzerer Zeit an ihnen vorbeischießen. Und damit dir das nicht passiert, egal in welcher Branche, sei offen. Sei offen für die digitale Welt, sei offen für Online-Marketing, auch wenn du Kosmetikerin bist, Friseur, Make-up-Artist, egal in welcher Branche, sei offen für das Thema und fang an, dich dafür zu interessieren. Das ist nur ein Tipp von mir, was du selber draus machst. Das musst du natürlich selber für dich entscheiden, aber wunder dich bitte dann nicht, wenn auf einmal Personen an dir vorbeischießen, die viel kürzere, viel weniger Erfahrung haben als du, aber die trotzdem mehr Kunden abbekommen, weil sie wissen, wie sie in der heutigen Zeit eben die digitale Welt für sich nutzen, um Kunden generieren zu können. Also, ich hoffe, ich habe dich da so ein bisschen anregen können zum Denken, ja, dass du doch vielleicht offen bist, auch wenn du sagst, oh, das ist nichts für mich. Es muss was für dich werden und es muss was für dich sein. Du musst dich dafür interessieren, weil das ist Zukunft. Die digitale Welt wird Zukunft werden. Liebe Grüße, Rock the Makeup, und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder.